Herzlich willkommen in der 111. Saison im Wiener Konzerthaus. Wir haben jüngst die Saison glanzvoll eröffnet mit einem Verdi gewidmeten Abend, mit einem Gastspiel des Scala-Orchesters und Scala-Chors unter der Leitung seines Chefdirigenten Ricardo Chailly und hatten dann das Glück, mit Jakob Ruja, einen der talentiertesten und wunderbarsten Dirigenten der jüngeren Generation, mit den Wiener Philharmonikern hier im Haus präsentieren zu können. Ein doppelter, großer orchestraler Auftrag und Auftakt für eine hoffentlich prachtvolle Saison. Ich erzähle Ihnen kompakt, was jetzt in den nächsten Wochen hier in dem Haus passieren wird. Und was große Orchester betrifft, starten wir in eine wirklich attraktive, lebendige, große Saison. Wir werden Ende September, und zwar am 23. September, das mittlerweile 500 Jahre alte Bayerische Staatsorchester zu Gast haben. Unter der Leitung seines Chefdirigenten Wladimir Jurowski wird gemeinsam mit dem Jefim Bronfman, mit dem Pianisten, dieses Orchester, das erstmals erwähnt wurde, 1523, also wirklich 500 Jahre altes Klangkultur, in dem Fall aus München. Besonders erwähnenswert ist, dass dieses Orchester zum 8. Mal in Folge von der Opernwelt, einer Fachzeitung für dieses Segment der Rezeption und des Nachdenkens über Innovation in der Opern, in dem Operngenre, zum Orchester des Jahres gewählt wurde. Nicht zu Unrecht empfehle ich Ihnen diesen Abend. Wir gehen weiter mit dem Robin Ticciatti. Das ist ein junger britischer Dirigent, nicht mehr ganz so jung, den wir, und ich, das ist jetzt besonders schön für mich, in meiner ersten Saison, die ich gemeinsam mit dem Rico Gulda hier programmiert habe, das war 14-15, das heißt, man erbt ja immer auch eine gewisse Planungsgeschichte, die man in einem Haus übernimmt. Aber die erste, wo Rico Gulda und ich das Programm selbst verantwortet haben, haben wir Robin Ticciatti zum Porträtkünstler gemacht. Also das ist ein Musiker besonderer Qualität, der mit diesem Haus auch eng verbunden ist. Er wird die Wiener Symphoniker dirigieren, und zwar mit einem der großen, wunderbaren symphonischen Werke von Gustav Mahler. Er wird das Lied von der Erde hier am 7. und am 8. Oktober 2023 dirigieren. Dann kommt zeitlicher Folge am 18. Oktober Franz Welser Möst, der sein Cleveland Orchestra hier in Wien präsentieren wird. Sie werden vielleicht gehört haben, dass Franz an einer Krebserkrankung erkrankt ist. Ich darf Ihnen sagen, er hat mir versichert, er wird alle bei uns geplanten Gastspiele in der Saison 23/24 durchführen und unter anderem auch seinen Auftritt mit dem Cleveland Orchestra mit der 7. Symphonie von Gustav Mahler und Orchesterliedern mit Simon Kinley-Seit zum Besten geben. Es wird also werden diese Konzerte wie geplant stattfinden. Wir werden dann weiter uns freuen auf den Jaap van Zweden, einen holländischen Geigerdirigenten, der wiederum die Symphoniker dirigieren wird, in dem Fall das Britten-Violinkonzert und die 5. Symphonie von Ludwig van Beethoven, und zwar am 19. und am 22. Oktober 2023. Jaap van Zweden war da einer der jüngsten Konzertmeister des Konzertgebauorchesters. Er war schon mit 18 Jahren als hochtalentierter Instrumentalist für dieses Orchester tätig und hat sich dann zum Dirigenten entwickelt, war unter anderem Chefdirigent des New York Philharmonic Orchestra, also eine besonders charismatische, starke, authentische, musikalisch hochinteressante Persönlichkeit, die wir hier mit den Wiener Symphonikern präsentieren dürfen. Wir haben dann eines der ersten Orchester Frankreichs zu Gast, das Orchestre Philharmonique de Radio France unter der Leitung von Micro Frank mit der Cellistin Sol Gabetta am 23. Oktober, und schließen den Reigen der großen Orchesterkonzerte ab mit einem Gastspiel von Omar Mayer-Welber, dem Chefdirigenten der Volksoper, der Verdis Requiem mit dem Orchester und dem Chor der Volksoper Wien am 28. Oktober hier präsentieren wird. Sie sehen eine ganze Fülle von großartigen Orchesterkonzerten. Ich komme kurz zu den Kammerorchestern. Sie werden wissen oder nicht wissen, ich habe mal für die Kammerata Salzburg gearbeitet, eine alte Liebe natürlich immer noch für dieses Orchester.
Ich darf Ihnen verraten, am 2. und am 3. Oktober wird hier dieses Orchester, die Kammerata Salzburg, unter der Leitung eines seiner Konzertmeister, in Zusammenarbeit mit einer der interessantesten Geigerinnen der Gegenwart, Janine Janssen, sowohl Haydn als auch Mozart aufführen. Man denkt oft, Mozart-Violinkonzerte sind etwas Leichtes oder etwas leicht zu interpretierendes. In jedem Fall ist es in gewisser Weise leicht zu hören. Leicht zu interpretieren ist es ganz und gar nicht. Es ist die größte Kunst, ein Mozart-Violinkonzert angemessen und faszinierend in einem konzertanten Ambiente zu präsentieren. Ich bin sehr sicher, dass der Kammerata und der Janine Janssen das Anfang Oktober bei uns im Haus beispielgebend gelingen wird, und ich kann Ihnen empfehlen, zu kommen. Eine andere Empfehlung, die irgendwie auch ganz lustig zu erwähnen ist: Die Accademia Byzantina unter der Leitung von Ottavio Dantone wird am 22. Oktober Vivaldis vier Jahreszeiten zum Besten geben. Und Sie werden sich denken, naja, also vier Jahreszeiten habe ich schon oft gehört. Hier in diesem Haus haben Sie es in Originalbesetzung, also mit Besetzung mit dem Nutzen von Originalinstrumenten, zumindest 20 Jahre nicht gehört. Es gibt das, dass Veranstalter sozusagen Werke eher meiden, weil sie so populär sind. In dem Fall glauben wir, dass Ottavio Dantone eine beispielgebende Interpretation dieses für die Musikgeschichte, aber auch für unsere Unterhaltung wichtigen Werks uns am 22. Oktober präsentieren wird. Ottavio Dantone ist übrigens auch musikalischer Leiter seit September 2023 der Innsbrucker Festwochen der alten Musik, also ein auch mit dem österreichischen Musikleben verbundener großer Persönlichkeit und Meister. Wir werden am 23.09. leider parallel zu dem Bayerischen Staatsorchester im Mozartsaal die Patrizia Kopaschinska, ja, den Reto Bieri und die Polina Leschenko präsentieren mit einem typischen wilden, sympathischen, aufregenden kammermusikalischen Programm von Patrizia. Wir werden am 17. Oktober den großen polnischen Pianisten Rafał Blecharz präsentieren mit einem Werk, mit einem Programm von Bach, Beethoven, über Szymanowski bis zur Hamoll-Sonate von Chopin. Und dann bleiben mir nur noch zwei Sachen zu erwähnen. Das eine ist, Sie werden wahrscheinlich in den Medien gelesen oder gehört haben, dass Franui, unser langjähriger Partner, im Sommer auf der Unterstalleralm in Osttirol sein 30. Jubiläum auf einer großen Wiese gefeiert hat. Wer dort nicht war, der hat die Gelegenheit, am 21. Oktober hier im großen Saal ein Fest zum 30. Jubiläum von Franui erleben zu können. Es werden Gäste wie Sven-Erik Bechtolf, Regina Fritsch und viele, viele andere, Julian Prégardien, mit dem Ensemble und hoffentlich Ihnen allen ein Geburtstagsfest für Franui feiern. Und erwähnen möchte ich noch abschließend, dass es auch große Jazzkonzerte in diesem Haus gibt. Sie wissen das alle. Das Clayton Hamilton Jazz Orchester wird am 10. Oktober hier zu Gast sein. Und ein Konzert, auf das ich mich besonders freue, ist am 16. Oktober Wolfgang Mutspiel im Trio, kammermusikalisch im Mozartsaal mit Brian Blade am Schlagwerk und Scott Colley am Kontrabass. 1000 Gründe zu kommen. Wir freuen uns auf Sie.